Honda Europe und ich habe sie selber noch nicht gesehen. Sie steht noch im Auto drin von Honda Europe, wird erst morgen gezeigt und auch der Rest vom Feld ist unglaublich spannend. Aber jetzt geht's gleich los mit dem ersten Sprint. Er heißt Essenza. Essenza kommt von der Essenz des Motorrads und die Idee dahinter war, einfach mal etwas zu kreieren, wo alle die gleiche Chance haben. Und deswegen haben wir gesagt, was braucht ein Motorrad, damit es ein Motorrad ist? Jetzt könnte man natürlich sagen, eine Zylinder. Aber ganz ehrlich, es gab zu wenige Hersteller, sodass wir Einzylindervergleiche in der Breite hätten machen können. Deshalb haben wir gesagt, Essenza ist für uns zwei Zylinder und höchstens 1200 Kubik. Das heißt, ihr seht jetzt 16 Motorräder, die einerseits von der Industrie gefeatured werden. Das ist auch ganz wichtig, denn das muss sich alles finanzieren. Andererseits sind es freie Customizer bis hin zu Privatleuten. 16 Motorräder, die eins gemeinsam haben, nämlich zwei Zylinder und höchstens 1200 Kubik. Wir brauchen aber jetzt noch ein paar Minuten. Wir müssen noch ein bisschen was austarieren. Deshalb vielleicht noch kurz jetzt ein bisschen Musik und dann geht's los. Und ich werde euch dann auch ein bisschen was erzählen zu den Motorrädern und ihren Fahrern. Seid ihr noch da? Dann gucke ich jetzt mal nach meiner 90, ob die noch ölt. Ja?